Hallo, guten Tag. Ich bin der Student aus Hongkong und jetzt in Deutschland. Und genau, eigentlich bin ich in Lüneburg. Und heute spreche ich über meine Muttersprache Kantonesisch, die verschiedenen Fragen. Und so, ich muss zuerst sagen, das hilft vielleicht euch gar nicht im Moment, einen Satz zu bilden, weil das nur die verschiedenen Ansprechungen in einem Satz sind. Und das ist nicht ein sehr, so das ist nicht sehr gut gebildet. Und ich möchte nur euch vorstellen, die verschiedenen, so das ist eine kleine Grammatik. So das erste ist wo. Wo heißt Bindo. Bindo. Und wie ist dem oder dem yang. Und warum ist dem gai. Dem gai. Und wer ist Bingo. Zum Beispiel, ich möchte fragen, wo ist meine Flasche? Dann ich kann sagen, Bindo hai Ogochun hai Bindo. Ogochun hai Bindo. Jun ist eine Flasche und dann Bindo ist wo. Oder ich möchte mal fragen, wie macht man so etwas? Und das heißt, dimyang zhou ga. Ga ist so wie eine Endung für eine Frage. Und wie macht man? Dimyang zhou ga, zhou ist macht. Deswegen, wie macht man, ist dimen zhou ga. Und warum ist dim gai. Dim gai. So zum Beispiel, dim gai nei gam gui ist, warum bist du so müde? So, warum bist du so müde? Dim gai nei gam gui ge. Okay. Und wer? Zum Beispiel, es gibt eine Gruppe von den Männern und du hast so eine Freundin von dir hat ihren Freund mitgebracht, aber du kannst nicht kennen, wer ihr Freund ist. Dann sagt man, so wer ist dein Freund? Und auf Chinesisch ist Bingo hai nei lan pan yao a. Bingo hai nei lan pan yao a. So, dann, so das ist die Beispiele. Das ist zu kompliziert im Moment, die verschiedenen Beispiele schon mal zu schreiben. Deswegen ich spreche nur mal und so wie gesagt, das ist nur eine Vorstellung, so um die verschiedenen Fragenswörter zu sprechen. Und vielleicht das hilft euch im Moment nicht, aber ich hoffe, das hilft euch später. 咁今日咧就讲一啲question words 问题嘅字眼，咁所以未必会帮到你哋嘅喺呢一刻嚟讲，咁但系希望迟啲会帮到你哋啦。Hopefully see you on speeder. Bye bye.